Reisebüros, meine Damen und Herren, haben Hochkonjunktur. Viele Deutsche buchen schon jetzt ihren Sommerurlaub. Nur CDU-Politiker halten sich mit ihren Urlaubsbuchungen zurück. Der Grund, sie wissen nicht, ob sie im Sommer Hafturlaub bekommen. Ein besonders eingeschworener Frühbucher ist heute bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Ottmar Zittlau. Herr Zittlau, Sie sind also überzeugter Frühbucher. Jo. Ja. Wer zuerst bucht, bucht am besten. Herr Zittlau, worin liegen nach Ihrer Meinung für den Verbraucher langfristig gesehen die Vorurteile eines Buchungstermins weit vor dem Antrittsdatum der Reise gegenüber der konventionellen Buchung, die ja eine kürzere Zeitspanne bis zum Urlaubsantritt vorsieht? Jo, aber ich wollte sagen, Herr Zittlau, die Vorteile. Jetzt, die Vorteile sind, jetzt haben Sie mich auch ganz rausgebracht. Herr Zittlau, vielleicht erzählen Sie am besten einfach mal, wie Sie selbst auf die Idee gekommen sind. Ja, welche Reise haben Sie denn zuletzt gebucht? Jo, ich habe Folgendes. Ich war nämlich, es war so, ich hatte mich entschlossen, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Nach Sydney? Ja, aber die sind doch schon in diesem Jahr. Nein, nach Athen, das ist ja der Trick. Athen im Jahr 2004? Jo, jo, früh buchen. Das ist die Idee, die dahinter steht. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt in diesem Jahr nach Sydney fahre, ja, und ich komme da an, ne, dann bin ich viel länger unterwegs, weil es gibt da ja nämlich in Sydney das Jetlag. So, wenn ich aber nach Athen fahre, dann gibt es dort Gyros. Weil, das sind ja alles Griechen in Athen. Und die gibt es in Sydney nicht. Ja. Das ist, ist der Plan. Hallo. Ich verstehe sehr wohl, was Sie meinen, aber ich denke, Ihre Methode hat eindeutig Schwächen, denn das sind keine Vorzüge des Frühbuchens. Doch, das hat mir der Mann im Reisebüro aber gesagt. Ach ja. So, Sie haben sich also beraten lassen? Ja, der Mann, der war sehr, sehr nett, der hat zu mir gesagt, so einen wie mich würde er gerne mal in die Wüste schicken, ne? Das ist sehr freundlich, aber da war ich ja schon, ne? In Marokko war ich ja schon gewesen, mit Malsomor. Was? Mit Malsomor. Tut mir leid, ich habe Sie immer noch nicht verstanden. Ich habe mit Malsomor. Ach, mit Miles and More. Ja, sag ich schon, mit ja, natürlich. Ist das ist nicht einfach. Ja, ja, das ist jetzt der große Gefahr. Man kann es sparen. Ne? Mit Miles and More waren Sie also in Marokko. Und wie war es? War es schön? Es war heiß. Ich muss sagen, da am Strand ist mir sogar der Trainingsanzug geschmolzen. Seitdem trage ich den hier. Ja, Herr Zittlau, bitte lassen Sie uns beim Thema bleiben. Ja, Sie wollten uns die Vorteile des Frühbuchens nennen. Ja, was sind die Vorteile, Herr Lück? Ne? Das ist vielfältig. Ne? Also ich denke, es ist folgendermaßen. Zum Beispiel, im letzten Jahr gab es ja in Stuttgart im August die Sonnenfinsternis. Die konnte man da gut sehen. Nur ich konnte sie nicht sehen, weil ich war zu der Zeit mit meinem Schwager, dem Horst, in der Metro einkaufen. Der hat so eine Karte und dann kann man da durch die Herr Gänge Zittlau, gehen. Ich war jedenfalls nicht da. Und da habe ich mir gedacht, für dieses Jahr bist du mal richtig clever, habe ich mir für August einfach schon mal ein Zimmer in Stuttgart gebucht. Ne? Ne, das ist einfach. Und das Schönste ist, die Brille habe ich auch schon. Ne? Schauen Sie hier, diesem Jahr gibt es keine Pannen mehr. Da gucke ich mir das ganz einfach an. Herr Zittlau, bitte entschuldigen Sie, dass ich mich einmische, aber die nächste Sonnenfinsternis in Stuttgart ist es in 148 Jahren zu sehen. Echt? Ja, Herr Zittlau. 148 Jahre? Ja, wenn ich es Ihnen noch sage. Puh.
dann gehe ich mal lieber jetzt schon buchen, ne? Sonst ist das irgendwie weg. Ne? Das ist echt gefährlich. Obwohl, Sie werden mich ja bestimmt einfach nochmal einladen, dann können wir weiterreden. Ja, bestimmt, oder? Im Sommer 2010. Das ist nicht schlecht. Obwohl, da bin ich in St. Peter-Ording. Nee, das geht nicht. Ich gehe mal los, das ist mir das jetzt auch. Das war der Reiseexperte! Durch.